Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Telemedizin, das ist ein Begriff, den man immer häufiger hört. Mediziner behandeln ihre Patienten über große Distanzen hinweg. Möglich wird das durch vernetzte Apparate und durch das Internet. Aber Telemedizin spielt auch zwischen den Krankenhäusern eine immer größere Rolle. Sie erspart unter Umständen dem Patienten das mühsame Herumreisen, um einen guten Spezialisten zu finden. Und sie unterstützt die Ärzte dabei, eine gute Diagnose zu finden oder auch eine gute Therapie zu entwickeln. Bei mir ist Alexander Steinmetz. Er ist Chefarzt der Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie an der Asklepios Nordseeklinik in Westerland. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Steinmetz. Danke vielmals für die Einladung. Herr Steinmetz, sagen Sie mir, was heißt für Sie Telemedizin? Ja, in der Radiologie ist der Begriff Teleradiologie ein sehr strikt geregelter Begriff, der durch Gesetze und Verordnungen geregelt ist. Und wir verwenden viel Kraft und auch Energie darauf, diese Regeln einzuhalten und damit es möglich zu machen, dass unsere Patienten rund um die Uhr Zugriff haben auf die moderne Bildgebung. Das heißt, auch jetzt in dem Moment, wo ich hier bei Ihnen bin, läuft die Versorgung, die Notfallversorgung der Patienten weiter, auch wenn dort vor Ort auf Sylt kein Radiologe ist. Das möchte ich jetzt genauer wissen. Also in welchen Situationen haben Sie mit Patienten zu tun? In welcher Situation sind die Patienten dann? In welcher Situation ich mit den Patienten zu tun habe? Ja. Wir betreiben zwei Sachen bei mir auf Sylt. Das eine ist, dass ich als Krankenhausarzt natürlich für die Versorgung der stationären Patienten zuständig bin. Das ist auch meine Hauptaufgabe, für die ich angestellt bin. Und in diesem Kontext bin ich als Radiologe und insbesondere als interventioneller Radiologe auch am Patienten tätig, behandle auch Patienten. Und das Zweite ist, dass ich die sogenannte Ermächtigung habe, auch am ambulanten Wesen teilzunehmen. Das heißt, man kann zu mir kommen wie in eine radiologische Praxis und kann sich Computertomografien und Kernspintomografien bei mir machen lassen. Bei diesen Patienten ist es so, dass ich die Patienten, wenn es nötig ist, aufzuklären habe. Das ist eine ärztliche Aufgabe, die ich mache. Und es ist so, dass ich im Anschluss mit den Patienten regelhaft versuche zu sprechen und ihnen mitzuteilen, was ich gesehen habe. Und wo kommt dann die Vernetzung in die Ferne zum Tragen danach? Ja, das alles findet natürlich nur dann statt, wenn ich anwesend bin. Ja. Wenn ich nicht anwesend bin und dann muss sozusagen die Maschine oder unsere kleine Abteilung natürlich weiterlaufen. Mhm. Und das heißt 24 Stunden am Tag. Und dann ist es so, dass wir des Nächtens oder am Wochenende, am Feiertag oder wenn ich Urlaub habe, dass wir die Bilder dann erzeugen aufgrund derselben Regeln und Richtlinien, die wir anwenden, wenn ich anwesend bin. Und diese Bilder dann quasi ohne Zeitverlust aufs Festland senden. Und dort werden sie von einem Spezialisten, einem anderen Radiologen betrachtet. Und er gibt sofort eine Rückmeldung an die klinischen Kollegen, was dort zu sehen war. Aha, das heißt also, Ihr Stellvertreter ist nicht bei Ihnen in der Klinik, sondern kann theoretisch ja überall sitzen auf der Erde. Theoretisch ja. Die Verordnung gibt allerdings vor, dass der Teleradiologieweg, so heißt das, dass der geregelt ist und dass das Empfängergerät ebenfalls einem sehr strengen Qualitätsprüfungsmechanismus unterzogen wird und auch stetig wieder geprüft wird. Und dieses Gerät steht in meinem Fall nur in einem bestimmten Gebäude, in einem Raum, in dem Krankenhaus auf dem Festland. Aha, wo dann also der Stellvertreter sich die Bilder anschaut und das Ergebnis, das er dann hat, welche Auswirkungen hat das dann wiederum für den Patienten und dessen Behandlung? Ja, das sind ja individuelle Ergebnisse. Mhm. Also im besten Fall hat das zur Folge, dass der Patient natürlich ideal behandelt wird. Ja? Und wir bemühen uns natürlich, genau wie wenn ich vor Ort bin, da eine optimale Diagnose zu erwirken. Ja. Ich habe nicht einen Vertreter in diesem Sinne, sondern auf dem Festland sind eine ganze Gruppe von Radiologen, die müssen eine gewisse Mindestqualifikation haben. Also es müssen Fachärzte für Radiologie sein, beziehungsweise sehr weit ausgebildete radiologische Assistenten. Und die machen die Arbeit dann, während ich nicht da bin. Also nicht nur eine Person, sondern mehrere. Ist das sozusagen der Trick, ich sag mal, kleiner Krankenhäuser, die einerseits ja nah am Patienten sein wollen, wie auch Sie auf Sylt, und andererseits eben das Know-how von vielen vermitteln möchten? Ja, natürlich. Also es geht nicht nur um das Vermitteln von Know-how, sondern auch um eine gewisse Pflicht dem Patienten gegenüber. Sie müssen für manche Krankheiten Schnittbildgebung haben. Sie müssen für zum Beispiel den Schlaganfall brauchen Sie einen Computertomographen.
Und jetzt sind wir in Sylt natürlich eine Insel und betreiben das Ganze schon seit 20 Jahren. Also seit 98 benutzen wir diesen Weg. Und in den letzten Jahren ist es so, dass diese Teleradiologie immer mehr benutzt wird, auch im Festland. Einfach um zu erreichen, dass man sozusagen mehr Geräte auch über längere Zeit betreiben kann, wenn Sie sich das so vorstellen können. Also es gibt viele Krankenhäuser, die haben einen Computertomographen, aber es gibt nicht genug entsprechende Radiologen, die sich überall an die Geräte setzen könnten. Genau, und die dann also tätig werden können für verschiedene Häuser. Mhm. Ich möchte noch einmal kommen auf die Situation für den Patienten oder auf den Nutzen auch für den Patienten. Ich stelle mir vor, man kann auf diese Art und Weise eben vielleicht auch einen Spezialisten finden, indem man die Röntgenbilder oder die Tomografien oder andere bildgebende Verfahren an verschiedene Ärzte schickt und sagt, bist du der Richtige, um dem Patienten mit dessen spezieller Krankheit weiterzuhelfen? Kann das so sein? Ja, muss man etwas spezifizieren. Also was ich Ihnen eben gerade erzählt habe, die Teleradiologie, das ist wirklich vorbehalten der Notfallversorgung. Ja. Dringlichen Medizin und da kommt dann eine Rückmeldung des jeweiligen Spezialisten, was für eine Krankheit vorliegt und dann macht man eine unmittelbare Konsequenz. Das, was Sie beschreiben, nennen wir lieber Telebefundung oder Zweitmeinungsverfahren oder da gibt es viele Worte für, aber letztlich beschreibt das alles einfach die Tatsache, wie Sie es eben umschrieben haben. Wir haben einen Patienten, dieser Patient kann in unserem kleinen Krankenhaus nicht weiter behandelt werden. Ich möchte jetzt mal sagen, vielleicht ein komplizierter Tumor an einer bestimmten Stelle und wir müssen uns dann entscheiden, welchen Spezialisten wir konsultieren. Wir können leider nicht, oder wir könnten das, aber das wird nicht gemacht im praktischen Leben, dass wir mehreren Ärzten die Bilder senden, sondern wir haben natürlich für unsere Szenarien unsere Spezialisten bereits vorher angesprochen. Die müssen ja bereit sein, sich auch das anzuschauen. Und wir haben zu diesen Spezialisten fest vorgefügte Pfade, wo wir dann auch die Bilder verlustfrei und vor allen Dingen natürlich auch sicher hinsenden können. Das heißt, für manche Krankheiten ist es das nächstgelegene Kreiskrankenhaus und für manche sehr spezielle Krankheiten ist es tatsächlich die Universitätsklinik, für uns zuständig Kiel, wo wir dann die Bilder hinsenden. Und das alles dürfen wir nur machen, nachdem der Patient gefragt wurde. Also ja, ganz wichtig. Ja, im Notfallszenario ist es immer so, dass wir in diesem Fall natürlich handeln, so gut wir das können. Ja. Der Patient kann mitunter auch nicht gefragt werden. Aber in solchen Fällen, wo wir sagen, wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit, einen Spezialisten zu finden, da müssen wir den Patienten fragen, der muss einverstanden sein. Warum? Naja, es sind ja Ihre höchstpersönlichen Geheimnisse, die wir von A nach B senden. Also Datenschutz ist das eigentlich. Selbstverständlich. Gar nicht so sehr medizinisch, sondern Datenschutz. Ja, natürlich. Aha. Ausschließlich Datenschutz. Ja. Also der Patient muss darüber in Kenntnis gesetzt werden, welchen Spezialisten wir zu konsultieren gedenken. Ja. Und dann müssen wir die Bilder auf sichere Art und Weise zu diesem Spezialisten befördern. Sicher heißt, also es geht ja nicht darum, Bilder auszudrucken oder Filme in einen Briefumschlag zu stecken und zu verschicken, sondern das Verschicken meinen Sie ja anders. Ja, in der Tat. Das haben wir früher gemacht und ein sehr großer Transfer findet auch immer noch über diese Daten-CDs statt. Das kennt sicherlich jeder Zuschauer. Es ist allerdings so, dass wir uns entschieden haben, etwas zukunftsträchtiger zu sein und wir haben uns einem sehr großen Netzwerk angeschlossen, das sehr gut kontrolliert ist, das sehr gut und auch verlustfrei die Bilder schnell von A nach B transportiert. Das heißt, ich habe, wenn Sie sich das so vorstellen mögen, die Bilder auf Sylt sind alle digital, also selbst das kleinste Röntgenbild eines Fingers bis hin zu den Computertomographien oder Kernspintomographien, alles ist digital und ich kann mit zwei Mausklicks die Bilder zu etwa 180 Partnern in der ganzen Bundesrepublik, auch im benachbarten Ausland, senden. Muss natürlich vorher den Patienten darüber in Kenntnis setzen. Ja, und kann denn dann der Patient noch mitreden, bevor tatsächlich mit dem anderen Arzt abgemacht wird, ich schicke dir den Patienten jetzt vorbei? Ja, natürlich. Also kann der sagen, da möchte ich nicht hin oder das ist mir zu weit oder ich möchte hier bleiben oder was ganz anderes tun? Ja, in der Regel kriegt man das ja in dem Moment heraus, in dem er dem Patienten sagt, ich möchte die Bilder jetzt nach Berchtesgaden schicken, da ist ein ganz besonderer Spezialist und dann sagt
sagt der Patient, naja, was will ich in Berchtesgaden? Das ist am anderen Ende der Republik, da fahre ich nicht hin. Und wir wählen natürlich den nächst erreichbaren Spezialisten dafür aus. Mhm. Und wenn ein Patient sagt, nein, bitte senden Sie Bilder nicht zu dem, ich fahre da sowieso nicht hin, und dann müssen wir die Bilder an einen anderen Kollegen schicken oder im schlimmsten Fall, was aber noch nicht vorgekommen ist, sie gar nicht versenden, weil der Patient sich nicht behandeln lassen möchte. Ja, das ist ja nun ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das bei Ihnen im Haus mit dem Patienten geführt wird. Mhm. Grundsätzlich gibt es ja so manche Vorbehalte gegen dieses Tele, dieses Fernmündliche, dieses Indirekte. Mhm. Kann ich da als Patient Nachteile haben? Also kann es sein, dass es doch besser ist, den Patienten gleichzeitig nochmal zu sehen, während man von ihm die Röntgenaufnahme macht oder so etwas? Ja. Also grundsätzlich ist es so, ich bin als Facharzt für Radiologie immer wieder verblüfft, wie viel die Patienten über ihre Krankheit wissen, ohne dass sie das selbst ahnen. Also wenn Sie mit einem Patienten sprechen und da kriegen Sie sehr viele Informationen über ihn, Sie kriegen sehr viele wesentliche Informationen, die Sie brauchen, um etwas auszuwerten. Bei Röntgenbildern ist es tatsächlich nicht so häufig, denn Röntgenbilder sind, ich möchte nicht sagen einfach, denn es ist die hohe Kunst der Radiologen, aber Röntgenbilder bilden meist nur einen kleinen Bereich eines Systems ab, oftmals vielleicht auch nur Gelenke oder die Frage nach einem Knochenbruch. Hier sehe ich null Nachteile, wenn so etwas wirklich mal versendet werden müsste. Aber bei komplexen Bilddatensätzen ist es so, da müssen wir unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal, Fragen, die tatsächlich auch eine Interaktion bedürfen. Also ich sage mal, feinste Veränderungen, ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel, wenn jemand eine neue Epilepsie entwickelt und uns sagt, es beginnt immer bei ihm in der rechten Hand, da würden wir, oder auch ich würde an einer ganz bestimmten Stelle des Gehirns sehr intensiv schauen. Wenn ein Patient kommt und der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, und dann ist das eine ganz andere Art und Weise, wie Sie die Bilder betrachten. Und ich denke, dass in dem ersteren Fall es wichtig ist, dass man dem Patienten zumindest die Informationen über den Patienten hat. Und im zweiteren Fall es nicht so ganz wichtig ist, dass man das so in extenso hat. Aber ich bin vollkommen bei Ihnen. Der Arzt-Patienten-Kontakt ist ganz wichtig. Okay. Allerdings in der Radiologie ist es so, dass wir tatsächlich oftmals den auch gar nicht haben im täglichen Leben. Und beim Versenden der Bilder muss ich mir auch keine Gedanken machen, dass da Daten verschwinden, also aus diesem Datenpaket, das da versendet wird und nachher gewisse Dinge bei dem anderen Arzt gar nicht zu sehen sind auf dem Bildschirm, womöglich sowas? Nein, also man kann sagen, das Computersystem ist so, ich sage mal, programmiert, dass es kontrolliert, ob alles, was weggesendet wurde, auch angekommen ist. Das macht man mit Hilfe von verschiedenen Tricks, sage ich mal. Das wird jetzt zu sehr in die Tiefe führen. Aber was ich wegsende, dann guckt der Computer schon eigenständig, ob das komplett ankommt. Was natürlich passieren kann, ist, dass ich aus, ich sage jetzt mal, menschlichem Fehler vielleicht möglicherweise die Serie Nummer 2 nicht anklicke mit der Maus. Das ist mir noch nicht passiert, aber theoretisch ist es denkbar, dass also eine Serie fehlt. Und am Gegenüber sitzt ja ein Radiologe, dem dann auffällt, naja, ich habe hier Serie Nummer 1, Serie Nummer 3, wo ist denn Serie 2? Der würde dann also sagen, da fehlt was, beziehungsweise wenn ihm die wesentliche Information fehlt, um eine Diagnose zu machen, dann meldet er sich umgehend und sagt, wo sind denn die wesentlichen Bilder? Ja. Aber das ist heute so benutzerfreundlich, die ganzen Systeme, die sind extra dafür ja konstruiert worden, dass das nicht vorkommt. Ja, Sie hatten mir auch erzählt, als wir schon mal miteinander gesprochen haben, dass auch der Patient sich die Bilder anschauen kann. Mhm. Stimmt das auf dem Bildschirm? Ja, das wäre jetzt so das dritte Szenario. Das erste war die Teleradiologie des Nächtens. Das zweite war das Spezialistenkonsultieren. Und das dritte, und das ist tatsächlich zahlenmäßig das häufigste, ist, dass der Patient zu mir kommt, hat ein Problem und möchte die Bilder danach mitnehmen zu seinem Spezialisten. Er möchte sie vielleicht sogar selbst daheim anschauen und möchte sich vielleicht da einen Bildeindruck verschaffen. Mehr kann man jetzt sozusagen als Laie gar nicht erwarten. Und dafür verwenden wir aktuell noch die CDs, die sehr bekannt sind. Das heißt, die Patienten bekommen das auf CD mit nach Hause. Zum Facharzt können sie das mitnehmen. Wir werden allerdings, jetzt sind wir in den letzten Zügen, als eines der ersten Asklepios-Häuser eine
bestimmte Art Software installieren, die die Bilder verfügbar macht für den Patienten. Das heißt, der Patient kann sich bei mir auf meinem Computersystem einloggen mit einem 12-stelligen Code und einem Passwort, das nur der Patient kennt, und kann sich dann die Bilder bei mir ansehen. Und man kann das auch so konfigurieren, dass die Bilder auch heruntergeladen werden können. Das heißt, der Patient kann dann bei mir das Gebäude verlassen, kann sagen, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich in die Uni Eppendorf möchte oder in die Uni Kiel. Und er kann dann mit dieser 12-stelligen Nummer auf einem Blatt Papier sich bei dem Spezialisten vorstellen, den er sich selbst ausgewählt hat. Das halten wir für einen sehr, sehr guten Service, den die Leute auch zu schätzen wissen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!